Hier entsteht eine neue Anlage. Bereits mit dem ersten Strich des Planers fallen Daten an. Und mit jedem Planungsschritt wächst der Datenberg. Das macht die Sache hochkomplex und das Datenhandling zu einer echten Herausforderung. Jede Komponente bringt neue Informationen mit. Technische Planungsdetails, spezifische Abmessungen, Elektropläne und vieles mehr. All diese Daten müssen sich nahtlos ins Gesamtsystem einfügen. Wie schaffen wir es, die Kontrolle zu behalten, damit am Ende alles zusammenpasst? Das gelingt nur, wenn wir unsere Daten systematisch nutzen. Doch in der Praxis behandeln wir unsere Daten nicht richtig. Komponenten sind mit überflüssigen Daten überladen. Unsere Daten verirren sich im Sprachenwirrwarr, können nicht miteinander kommunizieren. Und die richtige Schnittstelle zu finden, eine echte Herausforderung. Kommt es zu Änderungen, zwängen wir die Daten in E-Mails oder greifen sogar zum Telefon. Damit kommen wir nicht ans Ziel. Wir müssen unsere Daten strukturiert und systematisch nutzen. Dafür gibt es zwei bewährte Industriestandards. Die Asset Administration Shell, kurz AAS, und Automation Markup Language, kurz Automation ML. AAS ist die Grundlage für klare Datenstrukturen und effiziente Zusammenarbeit. Sie verleiht unseren Daten eine klare, standardisierte Struktur und definiert die nötigen Informationen fürs Engineering. So kann der Hersteller die Komponente einfach mit den relevanten Daten versorgen. Zusätzlich haben die Komponenten eine Global Asset ID. Damit sind sie eindeutig identifizierbar, erweiterbar und lassen sich über den gesamten Lebenszyklus hinweg aktualisieren. Automation ML ist unser Schlüssel zur Struktur im Engineering-Prozess. Automation ML ist der Dolmetscher, der dafür sorgt, dass alle Daten dieselbe Sprache sprechen. So wird jede Komponente, jeder Schritt im Prozess, von Anfang bis Ende optimal aufeinander abgestimmt. Automation ML bringt Struktur in die Daten und verknüpft sie lückenlos mit den einzelnen Phasen der Planung und Umsetzung. Änderungen sind sofort für alle sichtbar. Die Tool-Provider brauchen nur noch eine einzige Datenschnittstelle. Die klare Datenbasis ermöglicht es Anlagenbauern, potenzielle Fehler frühzeitig zu erkennen und aus virtuellen Varianten die beste Lösung auszuwählen. Für den Betreiber entsteht der digitale Zwilling auf dieser Datenbasis fast von selbst. Die Anlage läuft effizient und selbst beim Austausch von Komponenten bleibt maximale Flexibilität erhalten, unabhängig vom eingesetzten Tool. Packen wir es an! Mit AAS und Automation ML schaffen wir die Grundlage für eine neue Ära der Datennutzung. Dank AAS und Automation ML verbinden wir die komponentenorientierte Sicht mit den Planungs- und Prozessperspektiven. Wir legen den Grundstein für zukunftssichere Anlagen und schaffen die Voraussetzungen für Predictive Maintenance, digitale Zwillinge und innovative KI-Anwendungen. Und unsere Daten entfalten ihr volles Potenzial.